Also ich glaube, wir müssen die Sache in gemeinsamer Verantwortung anpacken. Aber ich würde auch sagen, dass eine zentrale Rolle die Wohnungsbaugesellschaften auch haben in diesem Prozess. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, wieder mal eine Folge von GWH Räume zum Dialog. Die GWH ist ein großes Wohnungsunternehmen mit einem Slogan, den sie sich selber gegeben hat, Räume zum Leben. Und wir wollen in dieser Serie diesen Slogan erweitern zu Räume zum Dialog, weil wir glauben, dass nur in Gesprächen, in Fachgesprächen es möglich ist, die Vielfalt von Wohnungswirtschaft, von Immobilienwirtschaft, von Architektur, von Städtebau, aber auch von Quartiersentwicklung probat zu vermitteln. Wir wollen Ihnen mit diesem Dialog Anregungen, Hintergründe und Gedankenanstöße geben rund um das Thema Wohnen. Und heute sind wir in Kassel und ich begrüße ganz herzlich Frau Ilona Friedrich, die Bürgermeisterin für Soziales der Stadt Kassel und auch die erste Bürgermeisterin, denn ich glaube, Sie waren die erste Frau im Amt, richtig? Das stimmt, ja. Wir sitzen heute gemeinsam in einer Großwohnsiedlung und die meisten von Ihnen werden Kassel-Brückenhof nicht kennen. Das sind 1450 Wohnungen, Plattenbauweise. Alles, was so an stigmatischen Typologien in Ihrem Kopf jetzt sich hier abspielt, hat man früher hier vorgefunden. Aber wir haben uns bemüht, in den letzten Jahren stetig, Stück um Stück, an ganz vielen Ecken die soziale Struktur dieser Siedlung zu verbessern. Und ich glaube, wenn wir zurückgucken, Frau Friedrich, wir haben doch einiges gemeinsam geschafft, denn das macht ja nicht nur GWH alleine, da war ja auch die Stadt ganz stark mit involviert. Ja, erstmal sage ich nochmal herzlichen Dank, dass Sie mich zum Gespräch eingeladen haben. Ich bin natürlich auch froh, heute wieder mal hier im Brückenhof zu sein, weil wir uns da ja schon länger zusammenarbeiten. Auch bevor ich Bürgermeisterin in der Stadt Kassel geworden bin, habe ich mich hier ehrenamtlich engagiert, genau hier im Stadtgebiet Brückenhof, im Frauentreff Brückenhof und war hier über 30 Jahre im Vorstand. Von daher kennen wir uns auch ganz gut noch aus dieser Zeit und haben dort gemeinsam Dinge auf den Weg gebracht. Aber auch die Stadt Kassel ist in Sachen Quartier nicht nur hier im Brückenhof, sondern überall auch in der Stadt aktiv. Ja, und wenn wir jetzt mal gucken, was alles in diesem Quartier passiert, ist das ja so ein Stück weit Muster für Großwohnsiedlungen überhaupt. Denn wir müssen ja die Zielgruppe der älter werdenden oder der schon alt seienden im Auge haben. Es geht darum, Migranten zu integrieren, in eine Form des Zusammenlebens zu bringen. Wir müssen mit der schieren Enge des Lebens, was wir hier haben, umgehen. Es geht um Nahversorgung, es geht aber auch um Kinder, um Fortbildung von Kindern, Spielen von Kindern. Was würden Sie sagen, ist das bedeutsamste Feld, wenn man Quartiersentwicklung sozial denkt? Also ich glaube, was hier auch wichtig war, dass es schon ganz früh mitgedacht wurde, dass es solche sozialen Knotenpunkte geben muss. Also auch Begegnungs- und Kommunikationsorte für die Menschen und für unterschiedliche Generationen. Ich glaube, das ist wichtig gewesen auch. Und auch, dass es seit ja mittlerweile über 15 Jahren hier auch ein gutes Netzwerk der Akteure, der Vereine, der sozialen Einrichtungen mit der Wohnungswirtschaft gibt. Die sitzen ja regelmäßig auch zusammen und planen auch gemeinsam. Und ich finde, man hat das auch ganz gut jetzt in der Pandemie gemerkt, dass in den Stadtteilen, wo es eine gute Infrastruktur gibt, also wo es Begegnungs- und Kommunikationsorte, die heißen manchmal Stadtteiltreff, manchmal Stadtteilzentrum oder haben auch andere Namen, wo es diese Orte gibt, wo es Quartiersmanagement gibt, wo es Netzwerke gibt, dass die sich sehr schnell auch committed haben und haben Unterstützung im Stadtteil angeboten, vom Einkaufsservice über andere Hilfsangebote. Also das kann man schon sagen und das ist hier gelingt das sehr gut durch die Infrastruktur, die es schon lange gibt. Ich finde auch, man hat sehr viel in der Außenentwicklung gemacht, also auch was damit Begegnungen im Außenbereich auch möglich sind, also ohne vielleicht auch zu konsumieren und immer eine
ein Konsumangebot zu haben, was Spielplätze anbelangt oder auch den internationalen Garten. Also es gibt eine ganze Menge an Angeboten, die auch, und da lege ich auch großen Wert drauf, ich glaube, das ist wichtig, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wurden. Das ist vielleicht ein guter Einschlag in die Frage, wer hat denn die Verantwortung dafür, dass das geschieht, was Sie gerade sagen, dass es wirklich Räume gibt, also wie die Räume, in denen wir gerade sind, im Mittelpunkt, aber natürlich auch Räume des Zusammenkommens. Ist das die Stadt, ist das gemeinnützig, ist das die Kirche, sind das die Wohnungsunternehmen? Wir merken als Wohnungsunternehmen, dass wir immer mehr in diese Rolle quasi reinwachsen, weil andere das Feld frei machen. Ursprünglich kommen wir von, wir vermieten eine Wohnung und die ist top sicher und die ist warm und es gibt einen guten Service. Und dann endet, wenn man so will, die Dienstleistung. Unser Eindruck ist aber, wir müssen uns da auch weiterentwickeln, weil andere Akteure im Zweifel überfordert sind. Ist das richtig? Also ich glaube, wir müssen die Sache in gemeinsamer Verantwortung anpacken. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass eine zentrale Rolle die Wohnungsbaugesellschaften auch haben in diesem Prozess. Warum? Es geht ja auch um das Wohnen, um ihre Mieterinnen und Mieter. Und da haben Sie ja auch ein Interesse, dass es den Mietern und Mieterinnen gut geht, dass sie vielleicht einen Zuwachs an Lebensqualität haben, dass sie, auch wenn sie älter werden, noch im Quartier wohnen bleiben können. Mhm. Gesellschaft verändert sich, wird immer heterogener, wird diverser. Mhm. Also wenn wir sagen, das bereichert uns, was auch so ist, diese vielfältige Gesellschaft, so können wir auch sagen, bringt es aber auch Probleme mit sich. Mhm. Und wir alle, auch wir als Stadt, auch Sie als Wohnungsbauunternehmen, aber auch andere soziale Einrichtungen, Vereine, die hier ansässig sind, wenn ich jetzt mal das beispielhaft nehme, dieses Quartier, müssen ein Interesse daran haben, am sozialen Zusammenhalt auch, an Lebensqualitätssteigerung vielleicht sogar auch, an Angebote für alle Generationen und so weiter. Also das muss unser gemeinsames Interesse sein. Zieht sich da Politik nicht an der falschen Stelle zurück? Das ist so, als wenn man sagt, Mensch, die Straße ist für uns alle da, die muss privat gebaut werden. Ich als Politik bin eigentlich nur noch dafür da, das Baurecht zu schaffen. Also ist Politik nicht per se die Basis für das soziale Gemeinwesen? Und da gibt es natürlich auch ein Wohnungsunternehmen oder der örtliche Supermarktbetreiber, also die Akteure, die da sind. Wie würden Sie das einschätzen? Also ich sehe eine Rolle auch der Stadt in einer koordinierenden Funktion. Mhm. Wir haben im Sozialdezernat, das habe ich kurz nach meinem Antritt auch mit auf den Weg gebracht, auch eine Abteilung Sozialplanung installiert bei der Stadtverwaltung, weil ich denke, wir müssen auch alles sehr gut datenbasiert machen. Mhm. Also wir müssen uns anschauen, wer lebt in diesem Quartier? Wie wird sich das Quartier, wie wird sich die Bevölkerung entwickeln? Mhm. Wir müssen antizipieren, welche Bedarfe wird es geben, vielleicht auch in 10 Jahren. Mhm. Und dann gemeinsam ins Gespräch gehen. Also diese koordinierende Funktion. Und nichtsdestotrotz, wir übernehmen ja auch Verantwortung, indem wir diese Angebote zum Teil ja auch mitfinanzieren. Mhm. Die Angebote in den Stadtteilzentren oder auch was Quartiersmanagement anbelangt. Um es ins Allgemeine zu setzen, liebe Zuhörer und Zuseher, wir sehen diese Position auch als Aufgabe als GWH, uns vermehrt in der Quartiersentwicklung nicht nur begleitend, sondern auch gestaltend mit einzubringen. Und Sie haben natürlich einen Punkt, der noch ganz wichtig ist, noch charmanterweise außen vor gelassen. Es geht ja auch um Finanzierung, es geht um Geld, es geht um das Bereitstellen von Ressourcen. Ob es Räume sind wie diese, die wir haben, oder aber auch Maßnahmen, wo Kapital gefragt ist, was wir als Wohnungsunternehmen natürlich in einer ganz anderen Liquidität zur Verfügung stellen können, als wenn man auf irgendwelche Fördertöpfe warten müsste. Wenn wir jetzt also sagen, wir ziehen im Grunde an einem Strang, wir aus der betriebswirtschaftlichen Seite, Sie aus der politischen Seite,
Wo setzt man denn in so einem Quartier sozialtechnisch am ehesten an? Gibt es so ein paar Einflugschneisen, wo Sie sagen würden, also das sind so die Erfolgstreiber, die gehen immer, außer vielleicht, dass Sie sagen, es braucht den Begegnungsraum. Gibt es da noch andere Einflugschneisen, die passen können? Also was ich schon gesagt habe, es geht auch um die Außenentwicklung. Es geht darum, also das fängt von Spielplätzen an für Kinder, also wo Kinder sich aufhalten können. Das geht über Bänke, das geht über Rückzugsorte auch im Quartier, wo ich mich auch in Ruhe vielleicht mal unterhalten kann, draußen sein kann. Ich muss sicher mit berücksichtigen, dass ich nicht... Da sieht man ja dann auch schon, welche Bänke frequentiert sind. Also ich muss auch mit berücksichtigen, wir haben einen Klimawandel, sage ich jetzt mal. Und ich kann nicht nur drei Bänke in der prallen Sonne stehen haben. Also da geht es auch um pfiffige Lösungen, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam auch entwickelt werden müssen. Also wo sind ihre Orte? Wo brauchen sie was? Und was mir aber ein bisschen Sorgen macht, ist auch, also wir erreichen bestimmte Menschen auch, wenn wir solche Partizipationsprozesse haben oder auch in den Stadtteilzentren, die uns Fragen stellen, die uns fordern vielleicht. Wir erreichen aber auch ganz viele Menschen gar nicht mehr. Also das macht uns so ein bisschen Sorgen, wie kommen wir an die Menschen ran, wie können wir sie aktivieren, tun wir immer die richtigen Dinge, müssen wir vielleicht auch von dieser G-Struktur wegkommen, müssen wir vielleicht auch über aufsuchende Arbeit nachdenken, müssen wir vielleicht Menschen besuchen, müssen unsere Angebote noch niedrigschwelliger sein. Ich glaube, das sind alles Fragen, die wir uns zukünftig gemeinsam stellen müssen auch. Sie sagten gerade, es braucht Engagement, es braucht Pfiffigkeit. Ich sage immer, das hat was auch mit Leidenschaft fürs Detail zu tun. Ich denke, in dem Moment, wo wir die Augen offen halten und sehen, was die Menschen hier vor Ort brauchen, ergibt sich diese Einflugschneise, von der ich gerade sprach, fast von alleine. Und da habe ich Zielgruppen, wo es eher darum geht, dass ich Kindern Nachhilfe zur Verfügung stelle oder dass ich einen Essenstisch anbiete. Das ist überall ein Stück weit unterschiedlich. Aber wenn ich sensibel bin, den Bedarf erkenne und ihn dann versuche, wie Sie sagen, in der Gemeinschaft zu lösen, dann ist man natürlich in dem Quartier am nächsten dran. Denn das kann man aus dem Rathaus oder aus unserer Hauptzentrale nicht steuern. Hier passiert das Leben und hier müssen die Entscheidungen getroffen werden. Ich erlebe das aber manches Mal, Frau Friedrich, als organisatorisch wirklich sperrige Aktion. Dann gibt es rechtliche Hürden, dann gibt es finanzielle Hürden. Dann funktioniert eine Verwaltung noch anders als eine karitative Organisation, als ein freier Verein und dann noch als so ein betriebswirtschaftliches Unternehmen wie uns. Da fallen ja manchmal ganz unterschiedliche Paradigmen so aufeinander. Erleben Sie das auch so? Ja, aber das muss ja keine Hürden sein. Ich sage ganz oft in meinem Arbeitsalltag in der Verwaltung, ich will jetzt nicht wissen, was nicht geht, sondern sag, bietet mir Lösungen an. Was kann gehen? Was können wir machen? Wo gibt's Wege? Das hört sich jetzt aber schon fast so an, wie ich es auch häufig erlebe, dass man sagt, eigentlich wissen wir alle, wir müssen auf die Lösung gehen und müssen Pragmatismus anstelle Formalismus und Bürokratie und Ablauf haben. Ist die Stadt Kassel, wir müssen uns jetzt auf Kassel konzentrieren, ist sie da in einem Entwicklungsprozess? Erleben Sie das so? Also ich denke schon. Also wenn ich sage, es ist ja für mich so eine Vision, diese lebendigen Stadtteile oder der Blick auf die Stadtteile, die Schaffung von solchen Begegnungs- und Kommunikationsorten, das ist für mich ein ganz wichtiges Ziel hier in dieser Stadt. Und da gehen wir auch nicht mit der Schablone dran als Stadt. Also das Stadtteilzentrum hier muss nicht so sein wie das Stadtteilzentrum in der Nordstadt, sondern die sind alle ganz unterschiedlich. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Trägern, es sind unterschiedliche Wohnungsbaugesellschaften und all das müssen wir berücksichtigen und vor Ort pragmatische Lösungen finden. Also wir erleben das, was Sie gerade sagen, auf die Stadt Kassel bezogen in unseren Beständen. Wir haben 20 Großwohnsiedlungen wie diese. Die halbe GWH, also die Hälfte der 50.000 Wohnungen, sind in Großwohnsiedlungen. Und in jeder geht es anders. Es sind andere Akteure, andere Bedarfe, andere politische Konstellationen. Wir geben uns inzwischen sehr Mühe, auch mit einer eigenen Organisationsstruktur,
das richtig bearbeiten zu können, dass das nicht etwas wird, was man mal macht, wenn man Zeit hat, sondern dass Sozialmanagement eine betriebswirtschaftliche Disziplin wird. Jetzt sind wir bei dem Begriff Betriebswirtschaft zum Abschluss unseres Gespräches. Was würden Sie sich denn wünschen von so einem Wohnungsunternehmen wie uns, wenn Sie sagen können, bitte bringt euren Fokus auf jenes oder setzt folgenden Aspekt besonders. Gibt es so einen Zuruf an uns in der Wohnungswirtschaft aus der politischen Seite, wenn es darum geht, Quartiere nachhaltig sozial zu entwickeln? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass Sie in den Gremien auch mitarbeiten oder die, sage ich jetzt mal allgemein gesprochen, für die Wohnungsbaugesellschaften, die existieren, also die Netzwerke, die im Stadtteil existieren, da finde ich einfach eine Mitarbeit und das gemeinsam nach Lösungen suchen und immer gemeinsam auch die bestmögliche Weiterentwicklung fürs Quartier im Blick zu haben. Da gehören Wohnungsbaugesellschaften fest mit an den Tisch. Also das finde ich. Und was wir uns auch vorgenommen haben, ist, dass wir sind in ein Bundesprogramm gekommen, engagierte Stadt, dass wir damit im Rahmen dieses Programms alle Stadtteilzentren, und wir haben jetzt 30 schon in unserer Stadt, dass wir die miteinander vernetzen, dass die voneinander lernen können, dass die beispielsweise, das eine Stadtteilzentrum hat die Idee, das ist ja vielleicht auch eine Anregung für ein anderes Stadtteilzentrum. Also das machen wir, und das andere wäre tatsächlich auch die Mitfinanzierung. Immer auch mit am Tisch zu sein, wenn es um Finanzierung geht. Die Stadt tut da ihren Teil, aber da braucht es auch die eine oder andere Finanzierungszusage von den Wohnungsbauunternehmen. Ich denke, das ist insofern ein gerechtfertigter Zuruf, weil in der Tat die Wohnungswirtschaft kapitalstark ist, wie wenig andere Unternehmens- oder Segmentbereiche oder Industrien. Und es mit der Zufriedenheit des Kunden nicht endet darin, wie schnell bekomme ich einen Mitarbeiter ans Telefon, sondern natürlich mit der gesamten Lebenssituation. In der Art sehen wir unsere Verantwortung auch auf der investiven Seite und beenden damit diesen Raum zum Dialog, zum Thema soziales Managen von ganzen Quartieren. Danke, Frau Friedrich, für Ihre Hinweise. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuseher haben einiges davon mitbekommen, wie komplex es ist, Quartiere zu entwickeln und wie wichtig es ist, dass die verschiedenen Akteure, wie wir beide, sie exemplarisch sind, da an einem Strang ziehen. Schönen Dank. Gerne.